Wir bei AVL Racing wollen unseren State-of-the-Art-Fahrsimulator vorstellen. De facto haben wir viele Fahrer hier bei uns in Graz, die sich auf dem Simulator vorbereiten. Als Fahrer, also um sich an der Strecke zu gewöhnen, aber eben auch mit den realen Fahrzeugdaten über unsere Software haben wir eine Möglichkeit, schon Fahrzeugabstimmung zu machen, bevor man überhaupt das erste Mal auf die Rennstrecke geht. Bei diesem Projekt kommt natürlich noch die Herausforderung dazu, dass wir ein echtes Rennauto wiederum fahren, aber auf einer echten Rennstrecke und das 82 Kilometer entfernt. Also das ist auch für uns natürlich eine große, aufregende Sache. Und wir lieben ja die Herausforderung, wenn wir alle nicht im Motorsport. Insofern sind wir happy, bei dem Projekt dabei zu sein. Wir sind hier am Fahrsimulator, hier am Standort Graz und wollen Ihnen heute einen Einblick hinter die Kulissen für ein ganz besonderes Projekt geben. In diesem Projekt möchten wir ein Fahrzeug auf der Strecke am Red Bull Ring vom Fahrsimulator aus steuern. Heute ist die erste große Feuertaufe dieses Projekts. Zum ersten Mal, dass das Fahrzeug auf der Strecke bewegt wird. Heute werden wir das System testen, die Latenzzeiten messen und schauen, ob alle technischen Vorbereitungen auch geglückt sind. Heute ist der 30. August und wir befinden uns in der heißen Phase des Projekts. Wir treffen gerade die letzten Vorbereitungen für das Rennen am Wochenende. Unter anderem müssen wir das Drive-by-Wire-System kalibrieren, sprich Gaspedal, Bremse und Lenkung, damit der Fahrer am Simulator auch ein gutes Feedback bekommt. Ein weiterer kritischer Punkt sind die drahtlosen Netzwerke vor Ort, die wir gerade vermessen. Wenn alles gut läuft, dann wollen wir heute die ersten schnellen Runden am Red Bull Ring drehen, hier vom Simulator aus, mit Geschwindigkeiten über 150 km/h. Ist natürlich was komplett anderes, hier aus dem Simulator ein Auto auf der echten Strecke zu steuern. Das Einzige, was ich live aus dem Auto habe, ist der Ton und das Bild. Die Jungs hinter den Kulissen haben auf jeden Fall einen großartigen Job gemacht, mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich fühle mich sicher, fühle mich gut im Auto. Ja, kann schnelle Runden schon fahren. Fühlt sich nichtsdestotrotz natürlich schon komisch an, so ein Auto dann zu steuern und dann auch die Videos zu sehen von dem Auto, was man auf der Strecke gefahren hat, wo man hier ja ganz woanders sitzt. In den nächsten Minuten geht es jetzt los. Jetzt wird es dann spannend. Ich hoffe, dass alles soweit funktioniert. Now we'll go for it. Let's press the button. Wir hatten leider eine halbe Stunde vor der Fahrt noch einen Kurzschluss am Fahrzeug. Die Jungs an der Strecke haben ihr Bestes gegeben, das noch in dieser kurzen Zeit zu reparieren. Aber leider war die Zeit zu kurz. All of our systems work perfectly here today and the AVL simulator worked perfectly. So I have high hopes for tomorrow when we hopefully can manage to get the car to drive as well. Der Livestream für die internationale TV-Übertragung läuft. Mit dem AVL Driving Simulator remote ein Auto zu fahren, kam noch nicht vor. Haben wir gemeistert, haben die beiden gemeistert und da sind wir doch sehr stolz. Wir sind fertig, es ist ein super Gefühl, alles hat super funktioniert. Die Runde war toll, das Team ist super gefahren, alle Systeme haben funktioniert, wir sind alle riesenglücklich und jetzt haben wir wirklich was zu feiern.